Let's Re-Event ist das Motto des heutigen Austrian Event Award in der Pyramide Vösendorf. Wer alle mit einer Trophäe heimgeht und mitgefeiert hat, sehen Sie jetzt. Herzlich willkommen bei den Austrian Event Awards 2020. Wie fühlt man sich als glückliche Gewinnerinnen? Wir sind sehr, sehr stolz, heute überhaupt hier dabei sein zu dürfen. Wir sind eine Fachhochschule, die voriges Jahr mit einer Drive-In-Sponsion aufhören hat lassen und eben nicht eine Eventagentur im eigentlichen Sinn, sondern haben uns da einfach selbst ausprobiert. Super ist das, weil man den Austrian Event Award gewonnen hat, in einem Sonderpreis vor allem, wo es nur einen Gewinner gibt. Und es macht Spaß, wieder bei einer Veranstaltung dabei zu sein, wo einfach Gäste sind, wo Publikum ist, ja, wo man Emotionen spürt nach so entbehrlichen 1,5 Jahren ohne Publikum. Das ist einfach schön, wenn es jetzt wieder losgeht. Wenn man mit 2 Preisen nach Hause geht für schöne Projekte bei den Kunden, dann ist das ein wunderbarer Abend. Wir sind überrascht und wir freuen uns natürlich. Wir waren ja die erste Sportveranstaltung überhaupt in Österreich im letzten Jahr. Und es ist eine Ehre und man sieht, dass sich das auszahlt, wenn man einfach nachhaltig arbeitet und wenn man sich was traut. Und auf das sind wir mega stolz und auf das freuen wir uns sehr. Und den werden wir jetzt heim nach Gmunden bringen. Ich freue mich vor allem für mein Team und freue mich einfach, so einen Partner an Bord zu haben. Und wir hoffen natürlich alle, dass wieder super coole physische Events möglich sein werden. Ja. Also ja, ganz klar. Ja, es sind Kunden wie die Ilona Wanicek von SAB, die solche Ideen auch zulassen, die halt dann Gold gewinnen. Und genau jetzt nach der Pandemie sieht man, wie wichtig das ist, eine gute Kundenagenturbeziehung, weil letztendlich, wir haben ja keine zweite Chance, wir müssen am Punkt, am Event interessieren. Sie sind Teil der Jury, wie schwierig war es, eine Entscheidung zu treffen? Ja, erstens war die Jury ein wunderbares Erlebnis, weil in besonderen Zeiten hier besondere Veranstaltungen zu ehren, ist etwas, was man sehr gerne macht. Die Auswahl war schwierig, Herausforderung, weil es sehr viele Einreichungen gegeben hat. Und einfach die unterschiedlichen Konzepte auch dann einen zum Rätseln gebracht haben. Sie sind die Juryvorsitzende. Wie schwierig ist es da, unter all den Nominierten auszuwählen? Sehr schwierig, weil es sind einfach wirklich wahnsinnig viele wunderbare Events, die wir besonders heuer hatten. Also das war schon, andererseits ist es auch wieder eine Herausforderung, das ist auch wieder einfach schön zu sehen, was es alles gibt. Gell? Es sind halt so die Schwerpunkte, die man halt setzt. Da hat jeder auch so seine Vorlieben, denke ich mal. Aber eigentlich, wir haben schon versucht, natürlich auch sehr objektiv heranzugehen und wirklich auch die verschiedenen Aspekte einfach zu berücksichtigen. Wie wichtig ist das für die Branche, dass jetzt wieder Live-Events möglich sind? Ich glaube, ganz wichtig. Events sind Emotionen und ohne Emotionen kann man zum Beispiel keine Marken aufbauen. Bei Coca-Cola ist das zum Beispiel ein ganz wichtiger und wesentlicher Teil, dass man es einfach berühren, spüren kann. Und für uns war das heute wirklich nicht nur spannend, sondern auch wieder eine Art Neuanfang. Ich freue mich, dass das heute stattgefunden hat. Es ist herrlich, wenn das jetzt wirklich wieder stattfindet. Die Begegnung, das Gespräch, ein Glas Wein trinken, das ist richtig Netzwerken. Neben allen anderen virtuellen und hybriden Möglichkeiten. Aber das ist die ursächliche Art der Begegnung und das ist einfach unschlagbar. Welches Spektakel hat da im Hintergrund stattgefunden? Das Spektakel im Hintergrund hat stattgefunden, um den Leuten zu zeigen, dass alles, was zusammenbricht, auch wieder aufgebaut werden kann, dass es weitergeht. Und es muss sich immer was bewegen, weil es geht nur vorwärts, rückwärts kann man nicht leben. Sie haben gesagt, Ihnen war es wichtig oder Ihnen ist es wichtig, dass die Trophäen persönlich überreicht werden. Was war das heute für ein Gefühl? Ja, das war ein ganz besonderes Gefühl, weil wir ja alle im letzten Jahr gesehen haben, dass Sachen, die sonst ganz normal sind und über die wir gar nicht nachdenken, auf einmal nicht mehr möglich waren. Ich meine, sei es im privaten Bereich oder jobmäßig. Und das Jobmäßige in der Eventbranche sind halt die Live-Begegnungen und die gab es ja nicht. Und wir haben uns gesagt, wir wollen eigentlich hier ein bisschen ein Comeback-Fest auch machen für die Eventszene in Österreich. Das hat immer wieder mal dazwischen nicht so gut ausgeschaut, dass dieser Plan aufgehen wird, weil eigentlich wollten wir uns ja hier im März treffen. Mittlerweile ist Juni, aber mit viel Glück haben wir es doch geschafft und deswegen bin ich ganz besonders stolz auch auf alle, die heute dabei waren.